Hallo ihr Säblinge, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Angezockts zu Blade & Soul. Ein bisschen verspätet, aber es sah einfach gerade zeitlich bei uns sehr, sehr knapp und hektisch aus. Ja. Genau. Fabi, du machst dir doch den Hintern dreckig, wenn du bei dem Regen hier am Boden sitzt. Genauso ja, wie Fido. Ich wollte aber mich an deine Größe her ein bisschen anpassen, weil du so klein bist. Das ist lieb. Oh, ich muss mal hier die... Wie kriege ich denn... Ich muss mal gerade das UI anpassen. Das ist ja... Die Map, die ist einfach gerade mal riesig. Die muss ich erstmal kleiner machen. Oh, nee, so nicht. Moment, kann man die nicht generell ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie war denn das nochmal? Du kommst da auf UI an... Oh. Bin ich denn jetzt? Ah. Kannst du die auch einfach kleiner ziehen? Irgendwie... Wenn du Alt gedrückt hältst, kannst du da hochgehen. Ah, wenn ich Alt gedrückt halte. Ich wollte gerade sagen, ich komme jedes Mal wieder aus dem... Jetzt ist es angenehmer. So, was haben wir denn jetzt hier für eine Quest bei dem Sul-Jun? Du musst hier mal so eine Kiste, glaube ich, rumtransportieren. Ja, weil das gerade genau, ja, genau. Wo müssen wir denn hin? Da hinten hin? Warum bin ich so schnell mit der Kiste? Ist das normal? Ja. Ihr seid der Hongmun-Schüler? Alle anderen um uns sind ultra langsam, aber wir haben hier die, wir haben die Macht. Wir sind ultra stark. Die Windkiste. Hast du eigentlich schon deinen Daily Dash gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Wo ging das nochmal? Unten rechts müsstest du das sehen. Ansonsten, Moment, da gab es nochmal so einen Shortcut. Wenn du auf Escape drückst, kannst du auch Daily Dash oben links anklicken. Oben links? Nö, da hat... Naja, wenn du Escape drückst, öffnet sich doch dieses Menü und da siehst du dann Daily Dash oben links in dem Menü. Ach da, Stempelbrett. Das ist ja auf Deutsch. Ja. Jetzt muss ich wieder Alt gedrückt halten, genau. Und hier kann man nämlich sich so Boni erwürfeln quasi. Und hat hier so ein... Man kann zweimal am Tag würfeln. Genau, wir gehen jetzt eine 3 und kommen auf den Entsiegeltalisman der Hongmun. Genau, man kann quasi, man kann das auch monatlich bezahlen, das Spiel, dann kann man dreimal würfeln pro Tag. Genau. Aber das ist jetzt im Endeffekt... Ist es nur, ob man geduldig ist oder ob man ungeduldig ist? Ihr seid ja Hongmun-Schüler. Also ich habe bislang... Ja, es ist halt, also man kann ein bisschen weiter reinkommen, aber die Belohnungen sind jetzt so, dass man sagt, okay, es ist ganz nett, aber... Ihr seid ja Hongmun-Schüler? Oh. Hä? Sprecht mit... Ich soll mit ihm sprechen, warum? Ihr seid ja Hongmun-Schüler? Ach so, ich muss... Okay, ich muss jetzt anscheinend kurz die Videosequenz durchlaufen lassen. Ich versuch's nochmal. Nein, diesmal hat's funktioniert. Okay. Ich hatte nämlich das letzte Mal in der Aufnahme, musste ich ein bisschen was schneiden, weil da sind teilweise die Videosequenzen so ultra lang. Die gingen teilweise fast 7 Minuten und das ist dann natürlich ein bisschen blöd, das zu zeigen in einem Let's Play. Weil dann spielt man nicht mehr und ist nur noch am Gucken und ja. So, auf Tab ließ ich meinen. Genau, auf Tab. Oh. Ich bin gerade im Chat drin. Warum bin ich im Chat drin? Sehr gut, wo bist du eigentlich? Ja, du hast es drauf. Ich bin hier. Ich habe hier gerade die Monster gekillt. Ich bin hier. Definiere hier. Quasi 1 Meter neben dir. Okay. Hier, schau. Ach, da. Ganz genau. So. Noch kann ich nicht viel mehr machen, als mit dem Schwert draufhauen. Das lerne ich erst mit der Zeit dann. Das ist... Ich schicke jetzt mal Fido da hinten auf den Gegner, dann hör mal. Miau. Ich finde das so genial. Die Katzen sind super. Und ja, das stimmt natürlich. Die gibt es nur als Beschwörer. Da hatten mich nämlich jetzt einige nachgefragt, ob man die mit jeder Klasse auswählen kann. Aber... Das wäre ja auch unfair, wenn das gehen würde, weil die anderen haben ja dafür deutlich mehr eigene Kraft. Das stimmt. Was muss ich denn jetzt noch machen? Bewusstlose Wachen. Beziehungsweise eine bewusstlose Wache muss ich noch retten. Da hinten liegt eine. Die liegen hier rum. Hier liegt auch eine, ja. Genau. So, oh. Du bist aber ja, stark. Ich wollte gerade sagen, hier. Also für mich ist das ja schon mit meinen dünnen Ärmchen, ist das ja schon eine Gewichtsprobe, aber
Derjenige ist ungefähr doppelt so groß wie du. Wenn das reicht. Ist das richtig? Muss ich hier rein? Nein. Nee. Hey, warum wird mir die Quest nicht mehr angezeigt? Auf der Karte hier, weil zu dem da musst du sie bringen. Schau auf der hier, weil zu dem hier. Wo bist du jetzt hin? Ich hänge gerade im Haus fest. Moment. Wieso bist du überhaupt da hingelaufen? Haben mir die Quest nicht mal angezeigt? Mir wird die generell... Jetzt muss ich auch da reingehen. Jetzt muss ich nicht reingehen, weil die Quest bei mir nicht aktualisiert hat. Nein! Ich muss reingehen, bei mir hat sie... Das heißt, man muss vielleicht nochmal jemand Neues holen. Ja, ich muss jemand Neues holen. Ah, die Kadi, da bringt es einfach den Verwundeten irgendwie sonst wo hin. Ja, ich dachte, der fühlt sich vielleicht wohl im Haus. Hallo? Ja, klar, warum auch nicht? Ich würde auch einfach immer Verletzte, die ich auf der Straße finde, ins Kino setzen. Ach komm, in dem Haus ist ein Bett drin und Verletzte gehören ins Bett. Das war nur gut gemeint. Verletzte gehören ins Bett. Okay, das merke ich mir. Ja. Hä, hey, hattest du nicht gesagt, du musst jetzt ins Haus rein? Ach ja, jetzt kommt er hinterher. Mensch, sind die Quest-NPCs lahm. Da ist man schon immer einen Schritt voraus hier. So, jetzt wieder raus. Es wird gleich auch noch schöner hier. Das ist nämlich eigentlich wirklich eine schöne Gegend und nicht so regnerisch. Ja, die ist hier belagert einfach gerade. Ihr seht ja, wir werden hier angegriffen von den Piraten. Ja. Ich spreche nie wieder schlecht von euch. Runter an der Bambusküste. Ah, da ist ein blauer Punkt. Ich schätze, das bist du. Das bin ich genau, ja. Okay. Hast du das schon gemacht? Ja, ich habe gerade einen umgehauen und dann habe ich seine Karte geschaut, ja. Echt? Warst du beim ersten drin? Ja. Boah. Immer dieser Pavia, der immer Glück hat. Der immer Glück hat. Okay, ich habe es aber auch beim zweiten drin gehabt. Ja, aber mich hier anmotzen. Natürlich. Ja. Dann sprinten wir mal. Ich greife noch die an, die hier mitten auf dem Weg liegen und meinen Weg kreuzen. Also am Anfang, muss ich sagen, kommt man hier noch recht bequem und gemütlich durch. Ich weiß nicht, wie das im späteren Spielverlauf ist, aber... Wird deutlich schwieriger, weil die dann später noch so Skills haben, die dich fast auf einmal umhauen. Da musst du dann schon ganz gut ausweichen. Okay. Oh, meine Katze hat ihn gewonnen-hittet. Nein, das war meine Bombe. Oh, jetzt dachte ich, Fido ist eine Imba-Katze. Nee, das war die Bombe, die ich hier aufgenommen habe. Die habe ich auf ihn geworfen. Na sowas. Du hättest doch Fido wenigstens die Illusion lassen können. Miau. Nein. Ach, die Katzen sind so toll. Okay, hier müssen wir jetzt hin. Oh. Vor allem das Beste ist eine... Ach, ich glaube, das ist wieder geschiftet. Hier sehen wir uns nicht. Ja. Okay, besiegt die Neulinge der schwarzen Ramme. Da ist einer. Pah, Neulinge. Das ist doch kein Ziel für uns. Den finde ich viel zu krass equipped aus für Neulinge. Das ist das Anfangsset, Mensch. Wir haben doch auch ein Anfangsset bekommen nach dem Aufstehen. Wir müssen ihnen viel lumpigere Sachen geben. So. Mit Dodan haben wir jetzt gesprochen. Ich klicke das jetzt natürlich hier alles durch, damit wir euch was zeigen können. Denn das Spiel ist tatsächlich recht dialoglastig. Also man bekommt jede Menge hier an Informationen zur Geschichte. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr ungewöhnlich eigentlich für ein Free-to-Play-MMO, dass die ganzen Dialoge tatsächlich auch synchronisiert sind. Ja, das ist auch echt eine Besonderheit an dem Game. Ja. Das hat man ganz, ganz selten. Vor allen Dingen dann auch noch auf Deutsch synchronisiert. Man hat das ja sonst oft, dass es dann auf Englisch ist und dann hat man die deutschen Untertitel. Mhm. Aber das ist wirklich, finde ich, ein dicker Pluspunkt. Ja, wo kommt jetzt Gwon?
Wir haben Gwon gerade einmal runtergehauen. Wir kommen gleich vom Steg. Nehmt das hier schon. Oh, ich war schon fertig. Drückt M, um die Karte zu öffnen. Wir sollen M drücken, um die Karte zu öffnen, okay. Wir können uns jetzt porten. Teleportieren zu diesen Seelenteilen da, die wir immer freigeschaltet haben, genau. Windwandeln nennt man das hier. Klingt ja auch viel besser als teleportieren. Jetzt haben wir das Gebiet schon wieder ein bisschen schöner. Das ist nämlich wirklich eine richtig schöne Gegend. Hier am Anfang kommt einem das so trostlos vor mit dem Regen und Dunkel und das ist dann später, wenn man eben so diese ersten Anfangsquests durch hat, dann sieht das doch deutlich, deutlich angenehmer aus. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Mein Ladebalken rennt schon förmlich. Finde ich ganz süß gemacht da unten. Was ich übrigens gar nicht wusste, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist, dass Blade & Soul ein Anime ist. Da wurde ich jetzt... Da sieht quasi so ein bisschen auf dieser Story. Ja, da wurde ich jetzt drauf angesprochen, nämlich in den Kommentaren. Ich denke, muss ich erstmal nachgucken. Weil der sagte mir tatsächlich nichts. Ah, schön. Ja, ihr seht, ich mache mal gerade das Interface aus. Es ist doch jetzt viel, viel, viel schöner hier. Die Bäume und... ich mag das. Das ist so schön. Da hatte ich ja jetzt schon viele gelesen, die auch gesagt haben, boah, diese Grafik... Oh, hier steht die Biber-Butzel-Frau. Die schauen wir an, diese Grafik. Und viele haben auch gefragt, was man dafür für einen PC braucht. Gar nicht so stark. Nee, tatsächlich gar nicht. Das liegt immer so ein bisschen an der Engine, auf der es läuft. Ich bin mal ganz kurz weg, denn die Hanni hat sich den Schmand geklaut. Aus der Küche. Ja, ihr Lieben, das kann durchaus auch mal passieren. Sehr schön. Wir gehen einfach schon mal, warte mal, wir müssen, was sollen wir machen? Okay, wir sollen einfach dahin gehen. Okay, wir hätten gar nicht die Karte öffnen müssen. Wir sollen zu Dochun gehen. Ist ja in dem Haus drin. Okay, verdammt, da bin ich wieder. WB Fabi. Ja, es hat mich nur gerade gewundert, dass der Hund an mir vorbeigelaufen ist mit dem Schmandbecher im Mund. Ah, die kleine Hani. Jetzt kriegen wir hier nämlich unseren ersten Soul Shard, nämlich jetzt gleich unser Shield und unsere Waffe, die mit uns so mitwächst erstmal. Hm. Die Waffe kann man dann bis Level 25 ungefähr fast, ist die Waffe gut. Also die ist richtig lange gut und danach muss man ein bisschen Glück haben. Hier verfallen gerade alle dem Mädel, was hier angereist kommt. Was? Die Videosequenz, die habe ich das erste Mal schon so lustig gefunden. Bambusblüte Namsoyu. Das fand ich so knuffig, dass ich das jetzt gerade mal habe durchlaufen lassen. Ihr seid unversehrt. Wie sie hier ins Dorf reinläuft und alle erstarren in Ehrfurcht vor ihrer Schönheit. Alle Männer. Okay, wir sollen uns mit unserem Besitz ausrüsten. Genau, hier bekommt man diese Scherben. Genau, das ist quasi wie nochmal ein zusätzliches, da man ja, da das Gear, was man trägt, also die Robe eigentlich nicht wirklich Stats hat, trägt man die Stats durch das Soul Shield, was man sich ausrüstet. Also genau. Das ist rein optisch, was man anzieht. Da gibt es ganz verschiedene, die ganz unterschiedliche Dinge bewirken. Ihr seht es hier jetzt, der Set-Effekt. Ich habe jetzt gerade eine Scherbe. Bei 3 würde ich die Genauigkeit um 2 erhöhen, bei 5 das Blocken um 7 und bei 8 dann die Genauigkeit um 10 und die Verteidigung um 4. Ist eher was für die Tanky-Klassen mit dem Blocken und Verteidigung und so weiter. Also es ist jetzt nichts für mich. Ich würde, glaube ich, eher wieder auf irgendwas mit kritischem Schaden gehen. Aber das haben wir jetzt eben nur mal als erstes bekommen. Und einen neuen Stab. Der sieht sehr cool aus. Jetzt bin ich eben aus dem Haus rausgelatscht, aber wir müssen ja eigentlich direkt wieder rein. Wir müssen ja eigentlich wieder mit der Bambusblüte sprechen. Ein Level Up! Was haben wir bekommen? Ah, eine Inventarplatzerweiterung. Yay. Okay.
Da musst du die da unten auf diese Linie, da brauchst du genau 3 dafür. Tatsache. Oh nein, 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 ich will ihn nicht wegwerfen. Man musste den auf die Linie draufziehen? Nee, einfach unten auf diese Linie draufklicken. Ach so. Wie du erweitern willst. Und da steht dann eine 3, dass du da brauchst mit diesen Taschen. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, wenn ich die draufziehe, dann schmeiße ich die weg. Das nächste brauchst du dann nämlich 8. Kriegt man auch über später noch für ein paar Quests, habe ich mit erlebt. Es ist ja meistens so, dass man immer so ein paar Dinge über Quests bekommt. Manchmal hat man dann die Möglichkeit, sich auch noch weitere Ingame zu kaufen oder auch über einen Shop zu kaufen. Ob es jetzt hier Taschenplatzerweiterungen im Shop gibt, weiß ich gar nicht in dem Spiel. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier kann man doch, glaube ich, sogar mal reinschauen. Wo ist denn hier Marketplace? Hongmon Store? Ich glaube, das war doch der, oder? Ich glaube, ja. Da. Da, Consumables. Drei. Da, ja, genau. Bei Supply sind die drin. Also beim 4. oben. Vorräte, genau. Ah, ja. Da sind genau. Diese, genau, 23 davon oder 11 davon oder eine davon. Eine kostet 400 Punkte. Und man kann es ja hier auch irgendwie tauschen, die Hongmon Coins von Ingame zu Nicht-Ingame-Währung. Genau, das finde ich auch sehr, sehr cool, dass man hier eben, wenn man Ingame entsprechend Geld erwirtschaftet hat, die auch in diese Shop-Währung eintauschen kann und man sich die Shop-Währung nicht unbedingt für Echtgeld kaufen muss. Finde ich auch sehr fair. Ich glaube, ich weiß nicht, hatte ich das schon mal gesagt? Kann man sich ja eigentlich auch Sachen anschauen? Doch schon, ja. Ja, kann man. Probieren. Genau, oben in diese, das ist sogar Katzenkostüme. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, ist das süß. Liebe heißt das Outfit. Oh mein Gott, ja, das liebe ich tatsächlich. Oh mein Gott, du kannst deine Katze in ein Froschkostüm setzen. Wie doof. Bei Cat-Items da. Ich weiß nicht, ob ich die nur nicht ansehen kann, weil ich keine Katze habe. Dieses Entenkostüm. Kannst du das anschauen? Ich... Im Hongmon Store bei kosmetischen Sachen kannst du beim ersten... Ah, das ist aber schon süß. Das ist aber schon sehr knuffig. Ich kann das nicht anziehen, weil ich keine Katze... Warum? Oh mein Gott. Mag dieses obere da. Da steht jetzt... Da steht als Tooltip, steht da piep, piep, miau, miau. Oh Mann. Und das sind jetzt Rangpunkte, steht hier immer drunter, und Preis. Was das jetzt mit den Rangpunkten auf sich hat, weiß ich tatsächlich nicht. Also das hatten wir, ich glaube, das kannst du irgendwie, wenn du in-game eine gewisse Sache bekommst, dann kriegst du diese Ranking-Points und das andere wären halt diese Pay-Währung. Okay. Sind auch immer manchmal im Angebot, die Sachen, also man muss da mal ein bisschen gucken und dann halt ist dieses Handelsmenü, was auch Wildstar drin hat, dass man eben Ingame-Währung in Pay-Währung umtauschen kann, je nachdem, wer es halt wie anbietet. So. Da siehst du nämlich unten, wenn du bei Escape dann unten auf den Marketplace gehst. Das ist, ich gucke jetzt mal gerade, dass ich dir da nichts Falsches erzähle. Der Katze hat gerade einen Schwimmreif um. Bei Current Exchange, genau, da siehst du dann nämlich... Aktuell bekommen wir für 5 Gold 29 NC-Coins. Ach da, ja genau, der Währungsumtausch. Genau. Oh. Gut, aber damit hätten wir das jetzt auch mal gezeigt. Ich würde sagen, das war es dann schon wieder für diese Folge. Wir nehmen fast 20 Minuten auf, eigentlich schon wieder viel zu lang. Und damit verabschieden wir uns für heute von euch. Ich muss mal schauen, wie wir es zeitlich hinbekommen. Ich denke, ich werde die dritte und damit letzte Folge dieses Angezockts dann am Montag bringen. Dann haben wir am Wochenende nämlich definitiv Luft, die aufzunehmen. Also wir sehen uns dann hier am Montag wieder. Und damit macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.